Kapitel 13. Das Schlachtfeld. Gott ist Geist und er bewegt sich in der geistlichen Welt. Johannes 4,24. Alles, was Gott aus Gnade zur Verfügung gestellt hat, ist im geistlichen Bereich bereits Realität. Aber ob etwas in der materiellen Welt Gestalt annimmt oder nicht, hängt von deiner Fähigkeit zu empfangen ab, nicht von Gottes Geben. Es gibt Dinge, die wir tun können, um die Zeit bis zum Sichtbarwerden zu verkürzen, aber es gibt auch Dinge, die diese Zeit verlängern. Was man gemeinhin als geistliche Kriegsführung bezeichnet, meint, dass man sich mit dem Teufel auseinandersetzt und die Hindernisse überwindet, die er der Manifestation dessen, was Gott schon zur Verfügung gestellt hat, entgegensetzt. Weil sich dieser Standpunkt gegenwärtig so starker Popularität erfreut, sind die folgenden Kapitel vielleicht die kontroversesten des ganzen Buches. Geistliche Kriegsführung. Satan existiert tatsächlich. Es gibt Böses in dieser Welt. Dämonische Kräfte kämpfen beständig gegen Gott und sein Königreich. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatte der Großteil des Leibes Christi so gut wie keine Ahnung von den Kunstgriffen Satans. Viele waren davon überzeugt, dass sich sämtliche Teufel in Afrika oder anderen unterentwickelten Teilen der Welt aufhielten und glaubten nicht, dass es in einem entwickelten, zivilisierten Land der westlichen Welt so etwas wie dämonische Aktivität geben könnte. Im Verlauf der letzten 20 Jahre ist diese Ansicht allerdings durch und durch erschüttert worden, besonders unter charismatischen Christen. Es mag noch einige Evangelikale oder andere den Hauptdenominationen angehörige Christen geben, die diesbezüglich unwissend sind, doch nicht sehr viele. Jeder, der dem Wort Gottes wirklich glaubt, muss anerkennen, dass Satan ein realer Gegner ist. Der Teufel führte Jesus in Versuchung und widerstand ihm während seines gesamten Dienstes. So verzeichnet die Bibel viele Beispiele dafür, dass der Herr Menschen dadurch heilte, dass er Dämonen austrieb. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10,38. Gottes Wort stellt sehr klar fest, dass es sich bei Krankheit und Gebrechen um Unterdrückung durch den Teufel handelt. Insgesamt betrachtet ist die Erkenntnis der Tatsache, dass Satan existiert und seine dämonischen Kräfte auch heute noch aktiv sind, gut für uns Christen gewesen. In diesem Erkenntnisprozess jedoch ist ein Großteil des Leibes Christi von völliger Unkenntnis in ein anderes, äußerst bizarres Extrem verfallen. Genau das ist der Grund dafür, dass heutzutage viele Lehren und Praktiken geistlicher Kriegsführung dem Teufel tatsächlich Fähigkeiten und Kräfte andichten, die er in Wirklichkeit gar nicht besitzt. Satan stellt einen Faktor dar, denn seine Behinderungen sind tatsächlich dagegen gerichtet, dass das, was Gott in der geistlichen Welt bereits vollbracht hat, in der stofflichen Welt in Existenz kommt. Zu lernen, wie man dem Teufel widersteht und Autorität über ihn ergreift, ist deshalb wichtig. Aber eins möchte ich hier in aller Deutlichkeit feststellen. Satan ist ein besiegter Feind. Der einzige Grund, warum er imstande ist, irgendetwas zu tun, liegt in unserer Unwissenheit, unserem Unglauben und unserer Furcht. Obwohl der Leib Christi heute zu einem Bewusstsein der Existenz Satans gelangt ist, blieb er jedoch im Hinblick auf dessen wirkliche Kunstgriffe zum größten Teil praktisch unwissend. 2. Korinther 2,11. Zwischen deinen Ohren. Noch einmal, der Brief an die Epheser wurde aus der Perspektive geschrieben, dass alles bereits vollbracht ist. Es kommt jetzt nur darauf an, von dem, was Gott schon zur Verfügung gestellt hat, Besitz zu ergreifen und nicht auf den Versuch, Gott dazu zu bewegen, uns etwas Neues zu geben. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wollen wir uns einmal ansehen, wie Paulus den Epheserbrief im letzten Kapitel zum Abschluss bringt. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt.
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Epheser 6,10-12. Diese Verse machen eines ganz deutlich. Wir befinden uns mitten in einer Schlacht, und wer das nicht glaubt, ist zur Niederlage verurteilt. Diese Schlacht findet jedoch zwischen unseren Ohren statt und nicht irgendwo da draußen an himmlischen Plätzen. Sie tobt in deinen Gedanken. Bevor du nun Anstoß nimmst, möchte ich dich dazu ermutigen, dieses Buch nicht zur Seite zu legen, sondern meine Ausführungen ganz bis zum Ende zu lesen. Betrachte die Schriftstellen für dich selber und zieh dann deine eigenen Schlüsse aus dem Wort Gottes und nicht bloß aus aktuellen Lehren oder populären Beispielen, wie sie heute im Leib Christi angepriesen werden. Wir stehen in einer Schlacht, aber die findet nicht dort draußen in der Himmelswelt statt. Wir kämpfen zwar gegen dämonische Mächte, die in der Himmelswelt tatsächlich existieren, aber das Schlachtfeld, der Austragungsort, sind unsere Gedanken. Täuschungen und Lügen. Beachte Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Listen sind Lügen, Klugheit und Gerissenheit. Alle drei Wörter lassen darauf schließen, dass Satans einzige Macht in Täuschung besteht. Er selber besitzt keine wirkliche Macht, um irgendjemanden zu irgendetwas zu zwingen. Zunächst einmal müssen wir uns ihm ausliefern. Deshalb stellt der Teufel für diejenigen, die die Wahrheit kennen und verstehen, in Wirklichkeit keinen Faktor dar. Im Weiteren werde ich diese Tatsache noch durch viele andere Schriftstellen belegen, doch zunächst möchte ich einige ergänzende Feststellungen machen. Und noch einmal fordere ich dich hier auf, die Lektüre fortzusetzen, bis ich auf die Verse zu sprechen komme, die meine Aussagen beweisen. Leg das Buch nicht einfach deshalb weg, weil es im Gegensatz zur Populärtheologie der heutigen Zeit steht. Jemand, der an Christus glaubt, muss die Wahrheit verstehen. Satan ist ein Feind, der völlig besiegt ist. Er besitzt keinerlei Macht, um etwas zu tun. Er kann uns lediglich durch Listen, Klugheit, Gerissenheit und Lügen täuschen und dann genau die Macht, die wir ihm überlassen, gegen uns benutzen. Deshalb ist Unwissenheit auch so kostspielig. Ziel des Teufels ist es, uns in Unwissenheit hinsichtlich der Wahrheit und uns im Glauben an seine Lügen zu halten. Nachdem Paulus die Korinther gründlich zurechtgewiesen hatte, weil sie auf alle möglichen bizarren Dinge verfallen waren, bekennt er: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. 2. Korinther 11,3. Beachte die Wörter, die Täuschungspraktiken bezeichnen: List, Verführte und Verdorben. Satan kommt gegen uns, indem er unsere Gedanken der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber verdirbt. Er versucht mit anderen Worten, uns glauben zu machen, das Evangelium sei komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Versucht. Warum wählte der Teufel im ersten Buch Mose nicht die Verkleidung eines Tigers? Er hätte Eva dann schon mit einem ein- oder zweimaligen Gebrüll einschüchtern können. Warum ließ er kein riesiges Mammut seinen Fuß auf Evas Kopf setzen und fordern: Iss diese Frucht oder ich zermalme deinen Schädel? Warum entschied sich Satan für die Schlange, das gerissenste Tier auf der ganzen Erde, um gegen Eva zu kommen? Weil der Teufel wusste, dass er absolut keine Macht besaß, Adam und Eva auch nur zu irgendetwas zu zwingen oder durch Einschüchterung zu bringen. Stattdessen musste er sie täuschen. 1. Mose 3,1. Satan leitete sein Täuschungsmanöver mit der Frage ein: Hat Gott wirklich gesagt? 1. Mose 3,1.
Er stellte das Wort Gottes in Frage. Es ist die Wahrheit von Gottes Wort, die uns befähigt, Gott zu suchen, uns ihm auszuliefern und dem Teufel zu widerstehen. Hätte Satan nicht das Wort in Frage gestellt und Adam und Eva dazu gebracht, es anzuzweifeln und zu kritisieren, hätte seine Versuchung zu nichts geführt. Die Schlange kam nicht, um den Menschen zu zwingen oder einzuschüchtern, sondern um ihn zu täuschen. Meine Lehre mit dem Titel Christian Philosophy geht noch viel detaillierter auf dieses Thema ein. Im Prinzip ist sie eine eingehende Studie von 1. Mose 3. Satan versuchte Adam und Eva mit etwas, das sie bereits besaßen. Er fragte: Wollt ihr nicht wie Gott sein? Die Wahrheit war, sie waren schon wie Gott. Tatsächlich waren sie Gott ähnlicher, bevor sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse aßen, als danach. Der Teufel wird sagen: Aber sicher liebt Gott die Welt. Aber was veranlasst dich zu der Annahme, dass er dich liebt? Dann bringt er dich dazu, auf gefühlsmäßige, körperliche und natürliche Weise feststellen zu wollen, ob Gott dich denn auch wirklich liebt. Da stehst du nun in der materiellen Welt auf dem Spielfeld des Teufels, ohne vom Wort Gottes her zu verstehen, dass in der geistlichen Welt alles bereits vollbracht ist. Weil du dich nicht geliebt fühlst und du keine Gänsehaut hast, betest du dann: O Gott, gieß doch bitte deine Liebe in mein Leben aus. In Wirklichkeit aber ist das ein Gebet des Unglaubens. Satan liebt es, Menschen daran zu hindern, zum Herrn zu kommen, doch seine einzige Macht besteht in Täuschung und Lügen. Der Teufel kann dich von gar nichts abhalten. Könnte er es, dann hätte er dich davon abgehalten, von neuem geboren zu werden. Damals warst du so elend und schwach wie noch nie. Du gingst nicht zur Kirche, du fastetest und betetest nicht, studiertest weder das Wort, noch zahltest du den Zehnten oder lebtest gar richtig. Vielleicht warst du sogar ein Ehebrecher, ein Drogensüchtiger, ein gemeiner, selbstsüchtiger Mensch und so weiter. Doch in diesem trostlosen Zustand riefst du Gott an und empfingst das größte Wunder überhaupt, die neue Geburt. Wäre Satan wirklich so mächtig, wie er vorgibt, hätte er dich daran gehindert, deine Errettung zu empfangen. Doch alles, was er stattdessen tun kann, ist, dich sofort danach zu verhöhnen und zu sagen: Du hast gar keine Errettung empfangen, du hast sie einfach nicht empfangen. Satan kann dich auch nicht im geringsten daran hindern, irgendetwas zu tun. Er kann dir ohne deine Zustimmung und deine Mitarbeit nichts antun. Natürlich hätte der Teufel lieber, du wärest erst gar nicht wiedergeboren worden, aber da du jetzt schon einmal gerettet bist, ist seine zweitbeste Strategie, dich zu überzeugen: Ja, natürlich kann Gott diese Dinge tun, aber er hat sie noch nicht getan. Satan liebt das. Fall nicht auf den Hosenboden. Ich erinnere mich noch daran, wie wir als Kinder eine besondere Variante von Tauziehen spielten. Das Seil wurde über ein großes Schlammloch gespannt, an dem sich die beiden gegnerischen Mannschaften gegenüberstanden. Dann versuchte jedes Team, den Gegner mit aller Kraft in den Schlamm zu ziehen. Wenn wir in unserer Mannschaft jedoch merkten, dass die anderen die Oberhand gewannen und diese Schlammgrube immer näher kam, ließen wir das Seil dann plötzlich einfach los. Wir hatten zwar nicht gewonnen, aber zumindest waren alle aus der gegnerischen Mannschaft auf den Hosenboden gefallen. Genau dasselbe macht Satan heute. Wenn er deinen Sieg nicht verhindern kann, ändert er ganz einfach seine Taktik, erwischt dich in einem unachtsamen Moment und lässt dich auf deinen Hosenboden fallen. Der Teufel kommt grundsätzlich mit der Frage zu Gläubigen: Wenn du wirklich ein so großartiger Christ bist, warum besitzt du nicht dieses oder tust nicht jenes? Der Teufel wird dich wegen dem verdammen, was du nicht hast, und versuchen, dich lediglich auf die natürliche Welt zu fixieren. Die Wahrheit ist jedoch, dass du im Geist bereits alles besitzt.
Der Schlüssel dafür, die Manifestation dessen, was dir im Geist gehört, auch in deinem Leben zu sehen, ist, es zu glauben und anzuerkennen. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. In der englischen King James Version heißt es hier, dass die Kommunikation oder Mitteilung deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Dadurch, dass du die guten Dinge, die sich im Hinblick auf Christus, das heißt in Christus, schon in dir befinden, zunehmend erkennst und anerkennst, bringst du deinen Glauben dazu zu arbeiten. Die meisten Christen wenden mit dem Hinweis auf Römer 7 jedoch ein, in mir wohnt überhaupt nichts Gutes. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7,18. Um diesen Vers richtig interpretieren zu können, müssen wir die Parenthese richtig verstehen. Hätte Paulus den Zusatz, das ist in meinem Fleisch, weggelassen, wäre dies keine zutreffende Feststellung gewesen. Denn Gott selbst wohnte in Paulus, sowie alles, was Gott ist und ihm gegeben hatte, und das alles ist gut. Aber Paulus spezifizierte seine Aussage und sprach ausdrücklich von seinem Fleisch, von seinem materiellen, fleischlichen, natürlichen, nicht wiedergeborenen Ich. Es ist gut, wenn ein Christ versteht, dass er in seinem Fleisch, also unabhängig von Christus, nichts ist. Aber in Christus kann er alles tun und in Christus wohnt viel Gutes in ihm. Um im Sieg zu leben, müssen wir darauf konzentriert sein, wer wir in Christus sind. Genau auf diesen Punkt zielt Satan in seiner Kriegsführung. Er nimmt ganz spezifisch dein Verständnis und deine Erkenntnis dessen, wer du in Christus bist und was du in ihm hast, ins Visier. Alles, was er dabei aufbieten kann, sind Lügen und Täuschung. Der Teufel hat genauso wenig Macht, dich in irgendeinem Bereich deines Lebens zum Scheitern zu bringen, wie im Falle von Adam und Eva. Er muss dich täuschen. In Christus vollkommen. Wenn du versuchen würdest, Adam und Eva zu täuschen, was hättest du dann anstelle des Teufels getan? Die beiden hatten nie gesündigt, kannten keinerlei Probleme und lebten überreich versorgt im Paradies. Im Grunde genommen waren sie perfekte Menschen, die in einer perfekten Welt ein perfektes Leben lebten. Wie führt man solche Menschen in Versuchung? Mit Geld konnte Satan es nicht tun, weil es keins gab. Für jedes Bedürfnis war im Überfluss gesorgt. Auch mit Ehebruch konnte er sie nicht versuchen, weil niemand existierte, mit dem man Ehebruch hätte begehen können. Er konnte sie nicht mit Verletztheit, Schmerz und Bitterkeit wegen vergangener Erfahrungen versuchen, denn es gab nichts in ihnen, wo Depression oder Entmutigung hätte ansetzen können. Perfekte Menschen, die in einer perfekten Welt leben, können nicht durch Geld, Sex, Macht, Ruhm und so weiter versucht werden. Womit konnte man Adam und Eva denn überhaupt in Versuchung führen? Satan log sie an und behauptete, ihr habt gar nicht alles. So gut das alles hier auch ist, es gibt noch mehr. Die Wahrheit ist, dass sie tatsächlich alles hatten, doch der Teufel verleitete sie dazu, darüber zu spekulieren, was sein würde und sein könnte. Dadurch gelang es ihm, perfekte Menschen, die in einer perfekten Welt ein perfektes Leben lebten, zu Fall zu bringen. Adam und Eva warfen alles weg, weil eine sprechende Schlange sie davon überzeugt hatte, sie besäßen nicht genug. Heutzutage würden die meisten Menschen alles darum geben, in einer solch perfekten Situation zu leben. Wenn man schon perfekte Menschen, die ohne materielle Probleme im Paradies lebten, von dem Gedanken überzeugen konnte, sie hätten nicht alles, so dass sie Gottes Wort anzweifelten und seine Güte in Frage stellten, dann garantiere ich dir, dass man Menschen, die in einer gefallenen Welt leben und überall um sich herum Schmerz, Tragödien, Mangel und Not sehen, es recht davon überzeugen kann, dass sie nicht alles haben.
Die Wahrheit aber ist, dass man tatsächlich alles hat, wenn man wiedergeboren ist. Du bist in Christus vollkommen, Kolosser 2,10. Dir wurde schon alles gegeben, was du jemals brauchen wirst. Du befindest dich nicht im Kampf gegen eine dämonische Wesenheit mit überlegener Macht und Autorität, sondern bekämpfst stattdessen lediglich Satans Lügen- und Täuschungsmanöver, dieselben, die er schon gegen Adam und Eva einsetzte. In meiner Lehre The Believer's Authority gehe ich viel genauer auf dieses Thema ein. Prozesse in deinen Gedanken. Die Schlacht gegen den Teufel wird in unseren Gedanken ausgetragen. Deshalb ist Gottes Wort so grundlegend und lebenswichtig. Satans einzige Macht liegt in Täuschung. Er lügt und stellt sich selbst viel mächtiger dar, als er ist. Aber Wahrheit ist das Gegenmittel für Täuschung. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8,32. Wenn wir die Wahrheit kennen, dann wird diese Wahrheit uns freisetzen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. 2. Korinther 10, 3-5. Beachte, dass sich unsere Kriegsführung gegen Gedanken, Gedankengebäude, Berechnungen, Beurteilungen, in der Fußnote der Elberfelder Bibel, Festungen und Erkenntnis richtet, die das Wort Gottes angreifen. Bei all dem handelt es sich um Prozesse in deinen Gedanken. Solange du den Lügen Satans nicht glaubst und nicht auf seine Täuschungen hereinfällst, ist er machtlos. Die meisten Christen glauben, der Teufel habe gewaltige Macht und Autorität, viel mehr als wir stofflichen, menschlichen Wesen. Das ist einfach nicht wahr. Satan ist ein besiegter Feind. Obwohl er schon geschlagen wurde, geht er umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5,8. In Wirklichkeit ist der Teufel gar kein Löwe, sondern läuft bloß herum und brüllt wie einer, alles in dem Versuch, den Leib Christi einzuschüchtern. Doch die Wahrheit ist, dass ihm sämtliche Zähne gezogen wurden und er lediglich noch an dir nuckeln kann. Satan kann dir rein gar nichts stehlen, es sei denn, du gibst ihm die Macht dazu, indem du seinen Lügen glaubst. Er benutzt Unwissenheit, Furcht und Unglauben, um zu unterdrücken und zu zerstören.